Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play Gonzan 3, die dunkle Dämmerung. Seit zwei ganzen Parts, verdammt nochmal, sind wir in diesem komischen Raum hier, oder zumindest in diesem Gebiet, und versuchen diese 12 Sternzeichen-Rätsel zu lösen. Aber es sind jetzt nicht mehr so viele übrig. Eins davon ist hier noch zu sehen. Müssen wir kurz gucken, was man hier lesen muss. Ich weiß, was ich hier machen muss. Die Ziege tritt nicht auf die Spuren einer anderen Ziege. Was ist jetzt zu tun? Ihr seht hier drei Ziegen. Und die haben unten so eine komische Form. Ne? Dreieck, Viereck und Kreis. Und hier sind auch drei, vier und Kreis zu sehen. Das heißt, sie müssen verschiedene Wege gehen, um an ihren Platz zu kommen. Und die dürfen sie nicht in die Quere kommen. Erinnert mich so ein bisschen an Professor Layton, aber was soll's. Das heißt, das Dreieck kann nicht einmal so hier durch. Das geht nicht. Gucken wir mal, wie es am besten geht würde. Am besten ist es natürlich, wenn sie jetzt im Kreis sich drehen würden. Könnte es eine Weile dauern, Freunde. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, aber es muss sein. So, Verschieber werden wir in jedem Fall gebrauchen. Also setze ich das mal öfters ein. Und die Spuren hier werden ja gleich markiert. So. Komm, komm, komm. Ich hoffe, es war richtig so. Das wäre sonst ganz schön doof. Das Dreieck muss in dem Fall ganz außen rum. So außen rum, wie es nur geht. Oh Gott, wie sollen wir das denn machen? Da kriege ich ja Hirnkollaps. Ich würde einfach mal sagen, du gehst einen nach links. Oder macht das am meisten Sinn? Ich glaube, das hat nichts Sinn gemacht. Ich würde einfach so nach unten gehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Runter. Würde ich sagen, du gehst so lang. Okay, es wird funktionieren, ich weiß es. Macht euch mal keine Sorgen, nee, es wird nicht funktionieren. Und wisst ihr auch, warum das nicht funktioniert wird? Wegen dem Punkt, auf dem ich jetzt gerade stehe. Wisst ihr warum? Das Dreieck muss nämlich hier einmal so außenrum eigentlich, um das Ding. Na toll. Ich denke, ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Das Dreieck, also das Viereck erstmal, muss hier so durch, also hier lang, wo ich jetzt gerade lang gehe, hier, so. Das Dreieck muss so außen rum und es geht nicht. Oder geht das doch? Das geht doch noch. Ah. Es geht gerade so noch, glaube ich. Ah, ja. Nee, doch nicht. Oh, weil der hier noch gar nicht gegangen ist. Das ist doch nicht wahr, ey. Das ist doch echt nicht wahr. Mann. Schon wieder am Zeitverplempern, der Flupper. Das geht echt gar nicht. Ah, verdammt. Vermeidung setze ich einfach mal schnell wieder ein, bevor ich es vergesse. Deswegen mache ich es nämlich eigentlich. Die 5 PP sind mir vollkommen egal. Die laden sich ja wieder auf. Mann, ist das ärgerlich. Was mache ich hier für einen Scheiß? So, komm. Nicht so platzverschwenderisch. So, ich mache es gleich mal so, wie es am besten gehen wird, dass wir noch am meisten Platz haben. Auch wenn es ziemlich kompliziert aussieht. So, es geht schließlich. So, Nummer 1 sitzt. So, das Dreieck. Kümmern wir uns erstmal um das Dreieck, denn das hat den längsten Weg. Auch wenn es eigentlich vorher den kürzesten Weg hatte. Runter. Dann einmal um das Kreis herum. Um den Kreis natürlich. Einmal um das Kreis herum. Man wird erkennen, dass es ein kleines Muster geben wird. So, man kann ein kleines Muster damit erstellen, denke ich mal. So ein richtig lustiges, aber komme ich daran vorbei? Ja, ich komme davon vorbei. Die kann man doch nicht machen. So ein richtig schönes Muster kriegt man auch nicht hin. So. Mach ein bisschen Tempo hier jetzt, Mensch. Ich glaube, das ist das aufwendigste Level überhaupt. Wenn ich mich nicht irre, aber ihr könnt erkennen, wie ich das jetzt meine. So, komm, hopp, Tempo hier. Du sitzt jetzt auch endlich. Puh, wir haben es gleich geschafft, Freunde. Keine Sorge. So. Verschieber. Eine Seite nach rechts und den Rest machen wir mit Hand. So, und dann fehlen jetzt nicht mehr so viele Tore. Wir können gleich nochmal gucken, wie viele fehlen. Dann können wir endlich weiter, Mensch. Ich raste gleich aus. Wir sitzen jetzt schon 5 Minuten dran in diesem Level, fast. So, endlich sitzt auch der dritte. Boah. Endlich.
Das wäre also auch geklärt. Gut. Und es ist echt nicht mehr viel, Freunde. Es ist echt nicht mehr viel. Der Schütze ist beim nächsten Rätsel dann offen. Gucken wir mal. Es ist nicht mehr viel. Wir gucken nochmal. Gucken wir nochmal nach. Wir gucken nochmal. Wir gucken nochmal. Wir gucken nochmal. Ich muss auch echt alles nochmal immer wiederholen. So. Ich hätte fast wieder gesagt, gucken wir mal. Der Schütze ist noch zu tun hier. Zu tun ist der Schütze noch. Den müssen wir nochmal, den machen wir gleich. War es das dann schon? Sieht so aus. Okay. Tatsache. Gehen wir erstmal hier rein. Das dürfte es dann auch bald gewesen sein, Freunde. Wir haben es bald geschafft. So. Mittlerweile kenne ich mich mit dem Scheiß hier aus. So, ich weiß, muss ich das jetzt von hier machen. Macht am meisten Sinn. Sehr gut. So. Macht das Sinn? Ja. Nur so halbwegs. Jetzt kann ich da nicht mehr lang, ne? Doch, ich kann auch so lang. Okay. Ach so, ich muss von hier aus. Nee, von hier aus wenn. Ja, ich kenne mich ja mittlerweile aus. So. Geschafft. So, und dann ist ein... Da ist ein Djinn, ne? Oder gucke ich gerade falsch? Das ist ein Djinn. Man kann ihn nur schlecht erkennen. Warte, ich wollte eben schon Feuerball werfen, aber ich möchte erstmal gucken, was wir genau machen müssen. Zur Sicherheit. Doch, wir dürfen ihn verbrennen. Cool. So. Ich bin mir schon fast sicher. Attacke. Und da ist der Djinn endlich rausgekommen. Ich würde mal vermuten, dass er wütend ist. Oder verwirrt. Toll. Eine Chimäre. Und die ist stärker, als wir da Vermeidung in diesem Fall ja nicht gewirkt hat. Oh, warte mal, bevor wir irgendwas machen, heilen wir lieber die Gruppe, denn die sieht nicht mehr so ganz gesund aus. So, komm. Haut mal ordentlich rein hier. Polar setzt mal ein hier. Dann mal sehen. Jetzt sind alle fast wieder voll, außer Midi, der hat ja noch ganz schön Schaden genommen. Einige Male. So, das ist aber auch ordentlich Schaden. So, komm. Wir machen die jetzt fertig. Wächter. Toll, jetzt kriegen wir auch richtig Verteidigungspunkte. So, komm, machen wir ihn jetzt nochmal fertig. Tempo! Gut, wunderbar. Wir sind zwar maßlos unterlevelt, wie schon mal gesagt, aber wir kommen hier trotzdem ganz gut durch. Ist zwar nicht so, dass ich mich mit diesem Spiel auskenne, aber egal. Offenbarung ist schon eins in die Vermeidung hätte ich gern. Danke sehr. So, ich habe eben noch eine ganz schön lange Aufnahmesession gehabt und deswegen ist meine Stimme nicht mehr so ganz sauber. Aber was soll's, Freunde? So. Bist du wütend? Natürlich bist du das. Klar. Endlich kriegen wir dich. Das Team wurde überrascht. Ein Jupiter-Djinn. Und er greift gleich sofort an. So. Das heißt, wir hauen jetzt gleich volle Karacho hier mal rein. Ne, Plasma macht eher weniger Sinn. Ich glaube, Tornado macht mehr Schaden. Ist noch was Stärkeres? Flammensturm? Vulkan? Lass mal Flammensturm ein. Und du, mein guter Taucher. So. Wie hießest du noch? Ich muss einmal kurz auf meine schlaue Liste gucken. Du hießest. Schock hieß du. Auf dem Schorfgipfel zu finden. Wir jetzt eine Weile dauern, bis wir zum nächsten Djinn kommen. Wie sieht es eigentlich mit Beschwörungstafeln aus? Oh, das macht richtig viel Schaden. Aber ich kann euch gleich einfach rum. Schrein am Nordwall ist das nächste. Moloch. Eine Beschwörungstafel. Oh, der kann auch zuhören. Ich habe es schon mal erwähnt. Es geht darum, um Folgendes. Wir haben hier vor uns ja einen Jupiter-Djinn. Von Typ Wind und Erdattacken sind hier am stärksten. Das Gegenteil wäre zum Beispiel, wenn wir einen Venus-Djinn vor uns hätten, dann wären Winterattacken am stärksten. Ne, und das gleiche gilt auch für Feuer und für Wasser. Das kann ich euch ja schon mal sagen. So gelten die Regeln hier. Ich glaube, auch einzelne Monster haben solchen Typ. Und Jupiter-Djinn ist besiegt worden. So, komm mal her hier. Der Schock sitzt uns somit jetzt im Nacken und ist jetzt Kiaras Verbündeter. Das passt auch ganz gut. So, Schock. Dieser Geist lebt auf dem Schopfwürfel und sendet starke elektromagnetische Wellen ab, die eine sofortige und starke Schockreaktion hervorrufen. Aha, das könnte sicherlich noch nützlich sein. Gut, dann geht's weiter, wir haben ja noch was zu tun. Hier ist ja noch ein Rätsel zu lösen. Und dann wohl nur noch eins und dann sind wir endlich fertig. Endlich. So, das muss euch ja auch ein bisschen langweilig vorkommen eigentlich immer, wenn wir hier die ganze Zeit noch am Rätsel lösen sind. Und wir sind ja auch gleich schon mit dem Part fertig, verdammt. So, ein Ochse ohne Hörner, voll brennendem Zorn, nur Kälte verschafft ihm Linderung. Ich weiß schon, was wir zu tun haben, zwei Synergie einsetzen. So, erstmal.
geht's darum und hier rum. So, Regenschau, bitteschön. Danke sehr. Erstmal füllen. Und der Gute braucht ja Hörner. Und das kriegen wir einfach nur durch Eis hin. So, ich muss dann mal auf die andere Leiter steigen. So, Tempo, Fnupa, Lauf. Ich muss mich gleich nochmal um Jin kümmern. Denn da Kiara jetzt einen neuen hat, muss ich dann mal gucken, ob wir noch irgendwas verändern können oder so ähnliches. Aber ich glaube, wir brauchen einfach nur mehr Merkur-Jin, ne? Okay, einer fehlt noch. Das ist der Schütze, tatsächlich. Und dann sind wir nicht fertig, verdammt nochmal. Und ist der Part auch schon bald beendet, verdammt. Drei verdammte Parts haben wir dran gemacht. Eine Dreiviertelstunde, Jungs. Eine Dreiviertelstunde, Jin. Okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr Merkur-Jin. Wir haben ja noch hier Bora. Merkur-Jin brauchen wir. 1, 2, 3, damit wir zumindest noch einen hier Jupiter-Jin anheuern können. Aber das Gute ist, dass es ja nicht nur bei diesen 5 Teammitgliedern bleibt. Wir kriegen ja noch 3 dazu. Und wie man sich denken kann, alle nochmal von den Typen, die uns noch fehlen. Feuer, Erde und Wind. Und bin gespannt, wann der nächste kommt. So, laufen wir mal. Wo ist der Schütze? Wo ist der Schütze? Der letzte. Tempo. Ich möchte hier und heute noch fertig werden. Ich weiß ja nicht, wie schwer das Rätsel sein wird. Okay. Ich weiß schon, was wir machen müssen. Ja, das weiß ich ja immer. Ihr seht, da oben ist so ein kleiner Block und da unten ist ein kleiner Block an diesem Ding dran. Und das brauchen wir jetzt, damit wir hier lang können. So. Das war jetzt nicht so schwer. Hoppala. So. Und drüben. Und wie schwer wird dieses Rätsel wohl sein? Ich hoffe nicht so schwer. Ich möchte heute noch ein bisschen was schaffen. So. Der tödliche Feind des Schützen ist er selbst. Aha. Das heißt, ja, unten ist Wasser zu sehen und an der Wand läuft Wasser lang. Was hat denn Wasser, beziehungsweise noch besser, was hat Eis für eine gute Funktion? Richtig, Spiegel. So, jetzt muss er sich nur noch selber angucken. Und dann Greifer muss ich ansetzen. Greifer. Und einmal bitte rumgucken. Gucken Sie doch mal den Spiegel, gefällt Ihnen die Frisur so? Puff. Und damit ist auch die Mission erledigt. Und man sieht, es hat einen Effekt hinterlassen. Es hat eine Greifstange hinterlassen, so gesagt. Wir dürfen jetzt wieder nach oben. Endlich ist das hier beendet, Mann. 2 Minuten haben wir noch, die ich gerne nutzen möchte. Runter hier. So, endlich sind wir mit allen 12 Dingern fertig. Okay, ja, Vermeidung. Ich will jetzt einfach nur hier hoch. Einmal rum. So, hoch hier. So, dann nutze ich jetzt einfach die Chance und setze Vermeidung ein. Ja, ihr meckert ja jetzt schon wieder rum. Vermeidung. So, die Frage ist, was hat die Greifstange da oben jetzt für einen Effekt? Wir können ja mal gucken und Offenbarung einsetzen. Denn ich bin mir sicher, wir werden, glaube ich, Greifer gebrauchen oder so ähnlich. Ja, natürlich. Doch was machen wir mit Greifer? Ihr seht, das ist so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Art Pendel. Und wenn wir dann greifen, passiert Folgendes. Das nämlich. Und damit aktivieren wir einen Mechanismus. Alle 12 Sternzeichen aktivieren sich. Sonne und Mond sind damit auch verbunden. Und dann passiert sowas, was man damit alles aktivieren kann. Ihr werdet es jetzt sehen. Mal ebenso schweben ein paar Steine hoch. Aber endlich ist der Weg frei, Freunde. Und ein bisschen gehen wir schon mal los. Endlich geht's weiter, meine Güte. Ich glaube es nicht. So, da können wir jetzt rüberhüpfen. Hier rüber, ne? Ja. Wunderbar. Und damit ist der Part auch schon beendet, Freunde. Wir sind jetzt auf einem neuen Ort in der Weltkarte. Da drüben ist der Schopfgipfel. Im nächsten Part laufen wir hier weiter, denn da hinten, glaube ich, sehe ich ein kleines Städtchen. Ihr könnt es nicht sehen. Ich kann was sehen. Da hinten ist, glaube ich, was. Oder da vorne oder so. Wir sehen uns im nächsten Part genau um, Freunde. Und dann werden wir mal gucken, was wir hier so entdecken können. Ihr habt sicherlich unsere Mission nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.